ist halt so. Es ist scheiße unbequem. Und dafür musst du klein sein und darfst auch bestimmt nicht ein paar Kilo zu viel haben. Wie gesagt, du sitzt sowieso schon so. Ansonsten sitzt du wahrscheinlich so. Total eingequetscht. Jeder, der mir sagt, in Ferrari, okay, vielleicht für den Fahrer. Aber jeder, der mir sagt, es ist geil, in einem Ferrari ein Mitfahrer zu sein, lügt. Es ist scheiße. Keine Ahnung. So. Von Bugatti, keine Ahnung, ich kann jetzt nur von einem Ferrari reden. Du sitzt in einem Ferrari wie ein Stück Scheiße. Dankeschön. Danke. Italienische Supercars. Wie gesagt, Ferrari außen, hui, innen. Nicht so. Aber das ist auch Geschmackssache. Also ich habe da scheiße drin gesessen. Verwöhnt, einfach so froh, überhaupt ein Auto zu haben. Ja, klar. Weißt du, was ich für ein Auto fahre? Also, ich fahre einen Ford Fiesta Baujahr 2004. Das sind noch die kleinen, nicht mal diese neueren, diese ganz kleinen. Das Auto hat nicht mal ein Radio. Also, verwöhnt würde ich das jetzt nicht nennen. Ja. Hast du Motorrad? Nein. Ich fahre nur als Beifahrer. Also Mitfahrer, sagen wir es mal so. Beifahrer kann man es ja nicht nennen. Du machst dich wieder sympathisch. Alles klar. So schnell kann das gehen. Hast du Fahrrad? Ja. Fahrrad. Nur wann bin ich das letzte Mal Fahrrad gefahren? Ich besitze auch kein eigenes Fahrrad. Wie viele am Tag rauchst du so geschätzt? Was? Zigaretten, Shisha-Köpfe, Icos, keine Ahnung. Was? Kommt drauf an. Also wenn ich zu Hause bin, rauche ich gar keine Zigaretten. Ich rauche wirklich nur Zigaretten, wenn ich arbeiten bin oder vorher in der Schule war. Aber zu Hause habe ich gar nicht so den Drang zu rauchen. Ich könnte auch eigentlich gar nicht rauchen. Manchmal überkommt es mich. Da habe ich dann Lust auf eine Zigarette. Also zu Hause, aber ja. Na, wie gesagt, zu Hause an sich brauche ich eigentlich gar nicht. Ja.
So, dann setze ich mich. Es gibt Schupfnudeln mit Feta.